Insgesamt kommt die Gruppe vorwärts, finde ich. Und ich habe mich riesig gefreut über so einen erkämpften Sieg auf einem ganz schwierigen Platz, wo wir wussten, dass wir sie nicht herspielen können. Es gibt ja trotzdem Erwartungen, die in die Richtung gehen, aber wir wussten das. Und dass wir dann über diesen Fight in St. Pauli gewonnen haben, hat mich riesig gefreut. Und das bestärkt uns auf dem Weg. Ich finde, das sind gute Transfers, weil sie zum einen das Vertrauen in den aktuellen Kader beinhalten, weil wenn du jetzt dreimal 26 Jahre alt und schon 200 Erstligaspiele geholt hättest, dann würden wir zeigen, dass wir mit den Jungs, die da sind, nicht zufrieden sind. Das haben wir nicht getan, deswegen bin ich damit sehr zufrieden, weil sich das mit der Mannschaft einfach gut anfühlt, der Weg, den wir da jetzt gehen. Und durch die Jugend ist das eine andere Situation. Es sind Potenzialspieler, die trotzdem wegen ihrer Qualität auch in sehr jungem Alter auch spielen können. Also die trotzdem auch da rein können. Auch wenn Josip 18 ist. Es gibt ja ein paar Beispiele auch in Deutschland. Also Pulisic kann spielen, Paslak kann spielen. Und da gibt es noch ein paar, die spielen können. Und er kann auch spielen. Und da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Aber wir dokumentieren damit das Vertrauen in die da sind. Und können natürlich auch mit den Transfers ja einfach perspektivisch für den Verein was Gutes machen, weil wenn es gut geht, wenn wir gut arbeiten, wenn die Jungs ihren Weg gehen und sich gut entwickeln und hier reinkommen, dann können wir natürlich auch Werte schaffen. Und da haben wir auch die Verantwortung für den VfB Stuttgart. Und wir glauben, dass wir mit den Transfers Spieler haben, die das Mannschaftsgefüge nicht durcheinander bringen, sondern das ergänzen, die trotzdem helfen können, unmittelbar auf dem Weg, den wir jetzt gehen. Aber drittens auch perspektivisch für den Verein was Gutes machen können und dem Verein helfen können, aber auch Werte schaffen können. Und deswegen bin ich da voll dabei. In den Möglichkeiten, die der VfB Stuttgart hat, kriegst du keinen Spieler, wo du sagst, der hilft jetzt sofort und du bist dir zu 1000% sicher und dann soll er am besten noch jung sein. Weil so wie der Markt ist, so wie die Preise sind, ist das gar nicht möglich. Da würdest du dann auf Scheinsicherheiten gehen. Und deswegen ist es so genau richtig. Und wenn man weiß, wie eine Fußballmannschaft funktioniert, wir wollen alle im Boot halten, aber eine Fußballmannschaft funktioniert nur über Konkurrenzdruck und über darüber, dass jeder weiß, er muss sich reinknien, er muss die Arbeit reinstecken, um dann auch zu spielen. Und wir können nicht davon ausgehen, dass immer alle da sind. Also man hat das jetzt auch mit Tobi gesehen, wie schnell das geht. Wir hatten nur 3 Innenverteidiger. Tobi ist offensiv außen ausgefallen und dass wir im Zentrum jetzt Matze Zimmermann zum Beispiel mit dem, so wie die Szene aussah, hätte es jetzt auch sein können, dass er 8 Wochen ausfällt, also wie er umgeknickt ist. Und wir können nicht davon ausgehen, dass immer alle da sind. Und damit schaffen wir eine Dichte im Kader, die einen hohen Aufforderungscharakter an die Spieler bringt, weil ja alle wollen spielen und müssen sich dann übers Training qualifizieren. Und wir können halt ausgleichen, wenn Spieler ausfallen. Und trotzdem wollen wir alle im Boot haben. Wir schätzen die Spieler, die Menschen zu 100% und werden komplett auch um die kämpfen, für die es im Moment jetzt schwer ist, so wie jetzt Berkay und Hadji, die jetzt nicht im Kader waren, weil das auch gute Jungs sind, weil das gute Spieler sind. Und wir wollen natürlich alle im Boot haben. Und dann gibt es die Wertschätzung für die Spieler auch nicht nur über Einsatzzeiten, sondern der Respekt, den sie von uns bekommen, vom Verein bekommen, der geht darüber, was sie in die Gruppe stecken und wie viel sie da einbringen. Und das hat nicht immer mit den Spielminuten zu tun. Ja, ich habe viel lieber, auch wenn es in dem Moment wehtut, die Situation, dass ich einen nicht in Kader nehmen muss oder nicht aufstellen kann, den ich gut finde, als dass sich die Mannschaft von selber aufstellt und du überlegst, boah, jetzt muss der spielen, obwohl er eigentlich gerade gar nicht kann. Also nehme ich immer die Variante, die dann in dem Moment mehr wehtut, aber für den Verein, für die Mannschaft ist sie ganz klar die bessere. Und trotzdem sind wir nicht mehr als in der Hinrunde. Also ich erwarte den Kampf genauso, auch wenn du natürlich hier mehr kicken kannst, weil das Geläuf natürlich besser ist, viel besser ist. Also wir wollen natürlich auch dann daraus Fußball spielen, aber wir müssen die gleiche Intensität reinstecken. Und Düsseldorf hat letzte Woche ein sehr offensives erst 4-1-4-1 und dann 4-4-2 gespielt, wo sie auch von Anfang an nach vorne wollten und das Spiel gemacht haben. Außerdem kommen drei sehr gute Spieler zurück mit Bebu, der vom Afrika-Cup kommt, und die hatten 2 Gelbsperren. Das heißt, es kommen 3 Spieler, absolute Stammspieler, zurück in die Formation. Und auch wenn sich das gut anfühlt, wissen wir, dass das eine große Herausforderung am Montag wird. Aber ich erwarte keine defensive Düsseldorfer Mannschaft. Das ist eine Mannschaft, die nach vorne will. Gerade die 3 Jungs, die jetzt dazukommen und dann auch mit dem, was sie schon in dieser Saison auch gezeigt haben, auch wenn sie jetzt das erste Spiel verloren haben, wissen wir schon, dass das eine gute Truppe ist. Und wir können ja jetzt nicht sagen, der Ruven Hennings hat es lange nicht getroffen. Lass den mal schießen.
sondern es geht ja komplett darum, dann das Beste zu spielen, was wir können. Und in der Gegnervorbereitung geht es nicht um den Tabellenstand, auch nicht um die aktuelle Entwicklung einer Mannschaft, sondern darum, welche Räume sie bieten, welche Themen sie bieten, wie du sie verteidigen kannst, wo du angreifen kannst. Und das sind die Themen, auf die wir uns stürzen. Dann immer in der Annahme, dass sie es gut machen. Wir können ja nicht reingehen und sagen, okay, hoffentlich haben sie einen schlechten Tag. Sondern wir gehen davon aus, dass sie ein gutes Spiel machen.